Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Erklärung vom Trick Die unsichtbare Karte. Der ist jetzt wirklich nicht so einfach zu performen, aber ich erkläre es euch jetzt und dann müsstet ihr das eigentlich hinkriegen. Als allererstes mal sucht ihr euch die vier Asse raus und eine zusätzliche Karte. Das ist in meinem Fall jetzt die Herz 2. Ihr startet meinetwegen mit rote Karten, schwarze Karten und hinter der letzten schwarzen Karte die Herz 2. Jetzt müsst ihr jetzt allererstes den Zuschauer vermitteln, dass ihr nur die vier Asse in der Hand habt. Dazu macht ihr folgendes: Ihr zeigt erstes Ass, zweites Ass, drittes Ass und hier sind jetzt zwei Karten, die müsst ihr einfach hinlegen, als wäre es eine. Die dürften eigentlich, wenn ihr relativ neue Karten habt, zusammenhaften. Jetzt wollt ihr euch das Kreuz Ass plus das Pik Ass da rausnehmen und aussehen lassen, als wäre es nur das Kreuz Ass. Das macht ihr, indem ihr von unten die erste Karte wegzieht, die zweite Karte wegzieht und von oben eine Karte wegzieht. Das sieht dann so aus, zack, zack, zack. Und hier habt ihr jetzt Kreuz Ass mit dem Pik Ass dahinter in der Hand. Moment, schnell, zack, zack, zack. So, ich habe mir jetzt das Kreuz Ass rausgenommen, das verkauft ihr dem Zuschauer. Natürlich sind es zwei Karten hier. So, die legt ihr hier jetzt hin und ich habe mir jetzt gerade eine glatte Fläche ausgesucht. Das ist nicht so gut für den Trick. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Ihr habt hier jetzt drei Karten in der Hand, die beiden roten Asse und die zusätzliche Karte. Ihr macht jetzt folgendes, ihr legt die zusätzliche Karte so hochkant, tut so, als würdet ihr sie mit der rechten Hand aufnehmen. Habt sie aber nicht aufgenommen, jetzt einfach fallen lassen. Ist klar. So, die liegt so. Ihr geht mit dem Finger hin und flupp, fällt sie runter. Dabei ist besonders wichtig, nachher wird es noch wichtiger, dass ihr mit der linken Hand die Karte schön zusammendrückt, dass es ein Pack wird. Weil sobald hier die so ein bisschen versetzt liegen in eurer Hand, sieht man zum Beispiel so, dass es drei Karten sind. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man darf nicht sehen, dass es mehrere Karten sind. Später wird es noch schwieriger. Haltet es schön zusammengedrückt in der linken Hand. Die ist nämlich auch wichtig. Ihr verkauft dem Zuschauer jetzt, dass ihr eine Karte in der Hand habt. Habt ihr natürlich nicht. So. Ihr sagt, die Karte ist nicht weg. Sie ist unsichtbar. Und was ihr jetzt macht ist, ich zeige euch den Move. Ihr würdet sie jetzt hinlegen und dann würde sie da liegen. Was macht ihr? Hier liegen jetzt zwei Karten und ihr macht genau diese Bewegung. Zack. Noch einmal. Hier liegen die beiden Karten, sieht aus, als wäre es eine Karte und ihr zieht die eine Karte zur Seite und verdeckt sie. Und das müsst ihr so schnell machen, dass es den Zuschauer nicht auffällt. Hier auf einer glatten Oberfläche geht das sehr schwierig, aber ich versuche es jetzt einfach mal authentisch zu machen und zack. Gut, das war jetzt nicht so wirklich gut, aber wie gesagt, auf einer glatten Oberfläche geht das sehr schwierig. Ich habe es in meinem Video auf einer rauen Oberfläche gemacht. Macht das auf einer Tischdecke, auf dem Bettlaken, irgendwie sowas, dann dürfte das kein Problem sein. Ich versuch's noch einmal, ich bin gerade nicht zufrieden mit mir selber und zack, na gut, das ist schon besser. Hier liegen jetzt die beiden schwarzen Asse, die zeigt ihr dem Zuschauer. Und in dieser Hand habt ihr die drei Karten und ihr lasst es jetzt den Zuschauer aussehen, als hättet ihr nur die beiden roten Asse in der Hand, indem ihr einfach so haltet und zur Seite zieht. So, jetzt legt ihr dieses Paket auf die schwarzen Asse, nehmt das ganze Kartenpaket an und legt jetzt zwei Karten hin. Und zwar nicht so, das wäre falsch, sondern so. Ihr lasst jetzt den Zuschauer denken, das wären die beiden roten Asse, die ihr da hingelegt habt. Zeigt jetzt die beiden schwarzen Asse. Habt hier natürlich drei Karten, nämlich ein rotes Ass und hier die beiden schwarzen Asse. So zeigt ihr das den Zuschauer. Schiebt jetzt das untere Ass so zur Seite. Hier befinden sich jetzt zwei Karten. Das müsst ihr vorsichtig machen, einfach so. Nehmt die beiden Karten an und legt die schwarzen Asse hier hin. So, ihr habt diesen vorsichtigen Move gemacht, damit es aussieht, als würden hier zwei Karten liegen. Hier liegt aber noch eine Karte mit dabei. Und hier habt ihr jetzt zwei Karten, nämlich das eine rote Ass und die zusätzliche Karte. Ihr tut jetzt so, als wären das natürlich die roten Asse und nehmt euch jetzt wieder eins der roten Asse so auf. Ihr macht wieder denselben Move, umkippen und zur Seite ziehen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr das als eine Karte verkauft. Der Zuschauer darf auf keinen Fall sehen, dass hier eine zweite Karte ist. So, eine Karte. Ihr bewegt die Hand hin und her. Sie ist leer, aber sie ist nur unsichtbar. Und jetzt macht ihr wieder denselben Move. Ihr zieht einfach die Karte zur Seite und verdeckt sie mit der Hand. Einmal ein schneller Zack. Wie gesagt, glatte Oberfläche geht schwer, aber das sah gerade schon einigermaßen authentisch aus. So, hier liegen jetzt zwei schwarze Asse und ein rotes Ass. Das ist hier das Karo Ass. Heißt, hier werdet ihr das Herz Ass in der Hand halten. Und jetzt legt ihr das hinter die anderen drei Asse, sodass hier jetzt vermeintlich das Herz Ass liegt. Hier liegt aber die zusätzliche Karte. Die legt ihr jetzt auf den ganzen Stapel
zack. Und schieb wieder von unten zwei Asse zur Seite und leg diese vermeintlichen drei Karten hin, obwohl hier natürlich wieder eine Doppelkarte ist. Die beiden roten Asse sind hintereinander. Noch einmal, ihr zeigt einfach so, zack, von unten zur Seite ziehen, hinlegen. Sieht aus, als wären es drei Karten, hier sind aber zwei, also insgesamt sind es vier. Ihr tut jetzt so, als würdet ihr vom Deck das letzte Ass holen. Tut ihr natürlich nicht. Aber damit bewirkt ihr jetzt, wenn ihr jetzt wieder diesen Move macht, zack, hier liegen jetzt vier Karten. Und ihr könnt jetzt sagen, hier, das rote Ass liegt hier wirklich nicht mehr. Und damit geht ihr clean aus diesem Trick hervor. Der Zuschauer kann sich jetzt die Karten untersuchen, er kann sich alles angucken, ob das jetzt gefälschte Karten sind. Das ist völlig egal. Eure Tricksereien kann der Zuschauer nicht mehr zurückverfolgen. Ihr geht clean, sauber aus diesem Trick heraus. Und das gefällt mir auch sehr gut an dem Trick. Das war's auch schon. Das sind ein paar schwierigere Bewegungen. Macht das nicht wie ich hier auf der glatten Oberfläche. Macht das auf dem Bettlaken, auf der Tischdecke, auf der Decke, wie auch immer. Kissenbezug, ihr lasst euch da schon was einfallen. Raue Oberfläche, dann geht die Bewegung sehr gut. Ich hoffe, ich habe das jetzt anschaulich erklärt. Dankeschön fürs Einschalten. Falls euch das geholfen hat und ihr das Ganze verstanden habt und das gut erklärt wart, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn das sehr schlecht erklärt war, und das kann wirklich sein, weil das ist ein schwerer Trick, ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Falls nicht, gebt mir einen Daumen nach unten, dann weiß ich auch Bescheid. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche. Ciao.